Herzlich willkommen bei den Formationstrainern. Mein Name ist Silvio Gras. Ich bin Portfolioverwalter und Analyst und dies ist die Wochenausgabe für die Sektion US-Indizes für die Woche vom 10. bis 14. September. Wir beginnen wie gewohnt mit dem Wochenchart des S&P 500. Hier zeige ich Ihnen mal das Ganze in einer etwas größeren Auflösung. Hier haben wir die Kerze der letzten Woche und Sie sehen, nach einer schönen Konsolidierung gab es endlich in der letzten Woche eine größere Bewegung, die auch für uns Swing-Trader von Interesse ist und die wir soweit auch in der letzten Woche sehr gut nutzen konnten. Schauen Sie bitte nochmal zurück für diejenigen, die nicht dabei waren. Die letzten Analysen, insbesondere Donnerstag und Freitag, als ja der Markt deutlich an Dynamik gewann, konnten wir sehr, sehr schöne Trades platzieren. Auf das Management offene Positionen gehe ich im späteren Verlauf etwas detaillierter noch ein. Schauen wir uns zunächst die Charts an, um uns einen genauen Überblick zu verschaffen, was uns in der nächsten Woche erwarten könnte. Dazu der S&P in der letzten Woche hat ja am Hoch geschlossen und damit die trendbegrenzende rot gestrichelte Linie überschritten. Damit ist die Kuh zwar noch nicht vom Eis, aber die Wahrscheinlichkeit eines bärischen Keils mit Auflösung auf der Unterseite bzw. einem Test der unteren Trendbegrenzungslinie ist deutlich geringer geworden. Schauen wir uns die Indikatoren an. Stochastik oberhalb der 80er Marke, K&D-Linie schlängeln sich umeinander. Momentum bewegt sich zwar seitwärts, zeigt aber keinerlei Indizien einer bärischen Bewegung. Sämtliche Moving Averages bewegen sich aufwärts und befinden sich unterhalb des Schlusskurses vom Freitag. Die nächstgrößeren Widerstände befinden sich bei 14,55 und bei der glatten 1500er Marke, sodass wir vom aktuellen Schlusskurs vom Freitag 14:37 noch weiteres deutliches Potenzial haben sollten. Und weiter geht's mit dem Tageschart. Ich habe Ihnen hier mal den Tageschart des S&P 500 mitgebracht. Wenn Sie regelmäßig unsere Beiträge, unsere Tagesanalysen und Wochenanalysen auf unserem Blog verfolgen, ist Ihnen der nicht unbekannt. Nachdem wir Ende August einen Test der alten Märzhochs gesehen hatten, waren wir ja in der Analyse Ende August soweit verblieben, dass es wünschenswert wäre, wenn wir uns in einer engen Range unterhalb der alten Hochs seitwärts bewegen würden, um dann einen dynamischen Ausbruch nach oben kraftvoll entfalten zu können. Regelmäßige Abonnenten waren wahrscheinlich schon relativ genervt, dass ich hier immer wieder gesagt habe, abwarten, wir sind in einer Seitwärtsbewegung. Größeren Handlungsbedarf gibt es hier im Moment nicht. Intraday-Handlungen sind davon natürlich ausgeschlossen gewesen, aber für Swing-Trader gab es hier in diesem Bereich keinen Handlungsbedarf. Das hat sich am Donnerstag geändert. Wir sind dynamisch nach oben ausgebrochen. Ich hatte Ihnen ja in der Analyse für den Donnerstag die Triggermarken bei 14,16 mitgeteilt, sodass Sie genügend Möglichkeiten hatten, in den Markt zu kommen. Damit liegen wir im Moment ca. 21 Punkte vorn. Wie geht es nun weiter? Der Freitag hat am Hoch geschlossen. Stochastik befindet sich im Kaufsignal, hat noch deutliches Potenzial nach oben. Momentum ebenfalls dreht weiter aufwärts oberhalb der Nulllinie. Sämtliche Moving Averages gestaffelt in der Aufwärtsbewegung. Alles Indizien für weiter steigende Kurse. Nächstes Ziel wäre die 14,48, ist die obere Begrenzung des Aufwärtstrendkanals. Hier ist mit einer Konsolidierung oder einer Korrektur zu rechnen, in der ja die letzten Ausbruchsniveaus nochmal getestet werden könnten. Mittelfristiges Ziel aus dem Wochenchart bereits vorhin genannt, 14,55 und 1500 als psychologische runde Marke. Offene Positionen sollten mit der Empfehlung vom Freitag zur Hälfte inzwischen bei knapp 37,50 geschlossen worden sein. Der Stop für den Rest sollten Sie auf den Einstand abgesichert haben. Schauen wir uns jetzt noch die anderen Indizes an. Als erstes den Russell. Hier das ETF auf den Russell. IWM ist das Kürzel. Sehen wir ebenfalls beim S&P eine schöne Aufwärtsdynamik zum Ende der Woche hin. Nur mit dem Unterschied, dass bereits am Dienstag die Bewegung beim Russell schon gestartet ist, als bei den anderen Indizes soweit die Bewegung noch nicht ersichtlich war. Aus diesem Grund kann ich immer nur wieder empfehlen, schauen Sie sich alle Indizes im Ganzen an, schauen Sie jeden einzelnen an. Für eine nachhaltige Bewegung ist ja eine breite Marktbewegung unterstützt von allen Indizes notwendig. Und wir sahen bereits beim Russell am Dienstag eine schöne Aufwärtsbewegung. Hier das Volumen gemessen am ETF. Sie wissen ja, ich schaue mir gerne immer wieder die ETFs an, da das Volumen hier deutlich besser ersichtlich ist als bei den Indizes, wodurch man dann die Möglichkeit hat, den Ausbruch zu bewerten, ob er auf gesunden Bahnen steht und mit ausreichend Volumen stattgefunden hat. Bei den anderen Indikatoren sehen wir die Stochastik, die weiterhin im Kaufsignal ist und sich inzwischen oberhalb der 80er Marke befindet. Das Momentum bewegt sich eher seitwärts.
bildet erste Tendenzen einer Divergenz, die aber im Moment jetzt noch nicht als valide zu bezeichnen sind. Sämtliche Moving Averages bewegen sich unterhalb des Schlusskurses vom Freitag und sind gestaffelt in einer Aufwärtsbewegung, womit die Bewegung von den Indikatoren unterstützt wird. Ich gehe somit für den Russell in der kommenden Woche von weiter steigenden Kursen aus. Es ist allerdings wahrscheinlich, dass wir eine kurze Korrektur an diesem Widerstand hier sehen werden, der dann aber mittelfristig weiter steigende Kurse Richtung 85,70 bis 85,80 mit sich bringen sollte. Und damit weiter zum Nasdaq. Hier haben wir den Tageschart des Nasdaq 100 selbst. Wir sehen hier die letzten 10, 12 Tage in einer sehr, sehr engen Seitwärtsrange und dann noch am Donnerstag ein schöner dynamischer Ausbruch aus dieser Seitwärtsrange. Ebenfalls sehr, sehr gut zu sehen, dieser Aufwärtstrendkanal, der unterhalb der Hochs vom März sehr schön konsolidiert wurde und nun genügend Kraft gesammelt hat, um dynamisch diese alten Hochs nach oben zu brechen. Die Indikatoren hier Stochastik und auch Momentum. Momentum mit einer bärischen Divergenz hält sich aber nach wie vor oberhalb der Nulllinie und die Stochastik mit einem Kaufsignal weiteres Potenzial nach oben ebenfalls vorhanden. Das nächste Ziel im Nasdaq ist der obere Trendkanalbereich und solange der Nasdaq nicht den Trendkanal nach unten verlässt und wieder in diese Seitwärtsrange zurückfällt bzw. im zweiten Schritt die 2741 nach unten bricht, sollte es mittelfristig weiter nach oben gehen, womit wir in den Wochenchart wechseln wollen. Und wie wir sehen können, sind wir an einem Hochpunkt angelangt, der die letzten 10 Jahre zurück einen leeren Raum hinterlässt, womit wir keiner größeren Widerstände vor uns haben und demzufolge der Nasdaq als Technologieindex hier die Aufwärtsbewegung anführt. Damit wechseln wir in den Tageschart des Dow Jones und wie Sie sehen können, ist dieser deutlich schwächer als der Nasdaq. Die Indikatoren, wie auch bei den anderen Indizes, unterstützen weiter steigende Kurse, Stochastik im Kaufsignal, Momentum eher seitwärts, allerdings oberhalb der Nullmarke. Schön zu sehen ist auch die rote horizontale Linie, die die Jahreshochs vom Anfang Mai markiert und die der Dow bisher noch nicht geschafft hat zu überwinden. Ein weiterer Unterschied zu den anderen Indizes liegt im Trendkanal. Während sich bei den anderen Indizes der Trend in einem Trendkanal bewegt, bildet sich beim Dow Jones ein sich leicht zuspitzender Keil heraus. Sollte der Dow Jones diesen Widerstandsbereich nach oben überschreiten können, wäre auch hier Unterstützung für die anderen Indizes zu erwarten, sodass in den kommenden Wochen mit weiter steigenden Kursen zu rechnen ist. Damit nochmal abschließend zurück zum Tageschart des S&P 500. Ich gehe, wie in der Analyse bereits erwähnt, davon aus, dass wir in der kommenden Woche weiter steigende Kurse sehen werden. Das Ziel ist der obere Trendkanalbegrenzungsrand im Bereich 1448, 1450. Am 13. haben wir ein FED-Meeting, seien Sie darauf vorbereitet. Hier kann es zu größerer Volatilität kommen, insbesondere dann, wenn die Fed von ihren Äußerungen enttäuschen sollte, dann ist eine Korrektur am oberen Trendkanalbegrenzungsrand für sehr wahrscheinlich anzusehen. Ich möchte mich für heute von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen eine erfolgreiche kommende Handelswoche. Wie Sie wissen, veröffentlichen wir regelmäßige Empfehlungen, Analysen und Videobeiträge als Formationstrader auf unserem Blog mit klaren Ein- und Ausstiegen, die Sie kostenlos nutzen können und die einem edukativen Zweck dienen sollen. Schauen Sie regelmäßig vorbei. Wir sind immer gern für Verbesserungsvorschläge offen und dankbar. Bleiben Sie uns Formationstradern gewogen. Auf Wiedersehen.